In diesem Video. Mein Name ist Rishu, die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres heiligen Erbes zu nutzen, um warmen Naboris zu besänftigen. Urmütter der Gerudo beantwortet mit einem Donnerhall meinen Ruf. Ach, so klein ist dieses Ding? Ja, ich überlebe das nicht. Moin Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir hier diesen wundersamen Koga getroffen, ihn verprügelt und mit seinem Donnerhelm abgeschnürt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die gute Dame retten, die wir hier noch irgendwo hatten. Glücklicherweise ist das alles leer, wir haben ja alles weggekloppt wie vom Feinsten. Deswegen können wir jetzt hier ganz entspannt durch die Stage laufen, ohne irgendwelche Ängste und sonst hier. Aber wir sollten uns jedenfalls darum kümmern, die Eingesperrte vom Anfang wieder zu befreien. Ist nur die Frage, wie wir sie befreien können. Und geschweige, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Vielleicht hätten wir weitergehen müssen, aber ich bin mir jetzt da tatsächlich auch nicht so sicher. Wir gucken mal einfach. Vielleicht können wir sie ja befreien. Aber wäre schon uncool, wenn wir sie nicht befreien könnten. Ah, doch, ich glaube, sie ist frei. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann auf geht's zurück zum Dorf. Dort, wo uns sowieso noch ein Jet erwartet. Und vor allem jetzt, da wir den Donnerhelm und alle gerettet haben, sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Kann ich mich eigentlich dahin teleportieren? Nicht? Ja, kann ich mich. Sehr schön. Geht auf jeden Fall viel schneller, als würden wir jetzt nochmal herumlaufen. So, nachdem wir jetzt nun da sind, können wir jetzt endlich auch diesen wunderschönen Donnerhelm abgeben. Und ich merke gerade, dass es ganz schön düster ist hier. Ah ja, ich weiß auch, dass ich hier sonst nie rinkomme, wenn ich jetzt die richtigen Klamotten habe, ne? Ja, ich bin eine Frau. Ich habe mich nicht vor euch umgezogen. Nee. Das ist bescheuert. Ich suche ja nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt hier nackt rumlehne. Dann müsste ich mal einmal ausprobieren. Aber im Knast möchte ich nur ohne landen, ne? Oh, hier ist jemand, der jemand hat. Ah, ich habe endlich den Wohl meines Lebens getroffen. Wir haben vor kurzem geheiratet. Ich bin das erste Mal in meinem Leben glücklich, aber er ist krank, schwer krank. Wir brauchen unbedingt Maldora-Herz für die Medizin. Aber ich bin nicht so stark. Ich habe keine Chance, gegen das Biest zu besiegen. Ich bin hier, um die Soldaten zu Hilfe zu bitten, aber hier ist gerade viel zu viel los und sie haben mich weggeschickt. Maldoras sind gewaltige Ungeheuer, mit denen zu kämpfen ist gefährlich. Eigentlich kein Wunder, dass niemand diese Gefahr für einen Fremden auf sich nehmen will. Aber ich bin gerade aus der Stadt herausgekommen und ich will nicht zurück dorthin. Ja, Maldora sind schreckliche Ungeheuer. Die sind in den Torma-Dünen im Westen von hier aus. Und auch weiter südlich kann man die öfter finden. Sie reagieren auf Erschütterung und greifen sofort alles an, was in der Nähe ist. Man kann sich ihnen nicht nähern. Und irgendwann als Ablenkung ist eine feine Art und so. Ja, okay. Juckt mir nee. Maldora-Herz haben wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Das machen wir dann irgendwann. Ich habe viele Herzen, aber gerade das nicht. Glaub ich. Nee. Tja, dann hat sie Pech gehabt. Kann sehr alleine auf Suche gehen. Warte mal, hier fehlt jemand. Pichu ist im Obergeschoss. Dass sie dich sogar in ihrem Schlaf gemacht lässt, ich frage mich wirklich, was sie dabei denkt. Wenn ihr irgendwas zustößt, werde ich dich höchstpersönlich zur Rechenschaft ziehen. Ja, ganz in Ruhe. Ich tue ihr nichts. Zumindest habe ich nicht vor, ihr irgendwas zu tun. Ich hab dich schon erwartet. Na, du brauchst es nicht zu sagen. Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wie du sehen kannst, bin ich noch jung. Meine Untertanen verehren mich, aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe.
Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war das größte Schmach und die ich mir jemals vorstellen könnte. Doch dann kamst du zu uns. Die große Urbosa muss deine Schritte geleitet haben. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Na, und wie sehe ich aus? Bescheuert. Ah, es ist wieder Zeit für eine Erinnerung, Freunde. Ruft man dich schon, bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck, so lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde, ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Oh, Urbosa! Was war das? Dieser Krach! Was machst du denn hier? Was ist? Bist du so überwältigt? Sag schon, steht er mir? Er sieht perfekt aus. Wirklich? Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Naboris an eine andere Stelle bewegt. Bald ist vielleicht schon unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, als Gerudo, muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Wirst du bei mir der Sache beistehen? Natürlich. Ha, es ist schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor. Aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns Naboris nur auf den Sandraum nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Seerobbe dorthin kommen. Ich werde dort mit meinem geliebten Hofrobbe Patrizia auf dich warten. Aber es ist schon etwas groß. Na okay. Alles klar. Unsere Mission also nach Vamedo jetzt endlich. Wir haben ja auch echt lange genug dafür geschuftet. Um in diese Richtung rauszugehen. Und dann nehmen wir auch gleich wieder für 20 einmal unseren lieben Kameraden die Sonnenrobbe. Die Sonnenrobbe vor allem. Die Sandrobbe. Und dann müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nichts mitnehmen. Ah, da lang. Oh, haben wir hier keine Robbe? Nee, wer hatte denn die Robben im Angebot? Warst du das?
Ja. Yeah. Ah nein, ich wollte doch ich robben. Ach, komm. Ist die Auswahl. So ist es. Oh, komisch. 410 haben wir schon wieder. Wir haben schon wieder ein bisschen Geld angehäuft. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Soldaten, die wir auseinandernehmen können. So, dann Sandrobbe, lass uns raufgehen zu den Wolken. Oder zu den Sandsturm, eins von Behen. Was ist denn das hier eigentlich? Aua. Okay, keine Ahnung. Warte, das ist der Ausguck. Ich glaube, das ist, soll der Ausguck sein. Ah, ich friere. Oh mein Gott. Ja, was machen wir gegen Frostel? Jo, machen wir es so halt. Dann frösteln wir nicht so viel. Hallöchen. Das ist eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jemand so Kleines schicken würde. Und du willst auf jeden Fall gegen den Tantitintan aufnehmen? Aber gut, wenn die Königin dich ausgewählt hat, muss es ja einen guten Grund geben. Die Königin wartet auf der Spitze des Ausgucks. Hoch mit dir. Alles klar, ich bin unterwegs. Erstmal klaue ich deinen schönen Bogen. Und dann gehen wir mal gucken, wo wir hier nach oben kommen am besten. Ja, bestimmt auf der Rückseite. Genau. Und jetzt sieht sie mal Link auch als männlichen Charakter. Was? Lol, hier ist noch eine Leiter. Wow. Unerwartet. Das heißt, der Rest muss ich hochkraxeln. Da ist er. Oho. Das ist also deine wahre Gestalt. Ein Anblick, den man in unserem Dorf höchst selten sieht. Siehst du ihn? Vanobris ist dort vor deinen Augen. Aber um uns dieses Ungetüm zu nähern, brauchen wir Sandrum. Bist du bereit? Natürlich. Das ist gut. Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandrobben näher an ihn rankommen. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, greif seine Füße mit Bombenpfeilen an. Naboris bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Aber pass auf, die Blitze, die er schießt, sind tödlich. Selbst wenn du dich von einem treffen lässt, kann das dein Ende sein. Der Donnerhelm wird dich vor den Blitzen schützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du zu weit von ihm entfernt bist, dann bist du den Blitzen schutzlos ausgeliefert. Also vergiss das nicht. Was noch? Wenn du verletzt wirst, dann kehre zurück zum Ausguck und versprich mir keine Alleingänge. Ich habe hier ein paar Bombenpfeile. Es sind nicht viele, aber du kannst sie gern verwenden. Sind nicht viele, sind aber 20. Ich frag dich noch ein letztes Mal. Bist du bereit? Let's go, Rainer. Ich will jetzt den Klatschen hier. Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Mein Name ist Rishu, die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres heiligen Erbes zu nutzen, um warmen Naboris zu besänftigen. Urmütter der Gerudo, beantwortet mit einem Donnerhall meinen Ruf. Ach, so klein ist dieses Ding? Ja, ich überlebe das nicht. Das ist also die Kraft des heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Los geht's. Ubosa, bitte beschütze Link und mich. Das wird schon. Wir kriegen das alle hin. Und wenn wir fünfmal vom Blitz getroffen werden, naja, überleben wir schon. Oh mein Gott. Wie klein ist das? Bitte dieser Bereich.
Also ich finde es schon eine Frechheit, dass der Bereich so klein ist, ne? Wo ist der? Ja, einfach mal ihr hinterher, ne? Aber vielleicht reicht es ja aus, um mal ein paar Blitze immer wieder auszuweichen. Alter, kann sie auch vernünftig fahren oder surfen? Ja, bin ich bei. Ich bin dabei. Ich muss nur kurz Feuerpfeile einsetzen. Oh, wartet schon. Hast keine Connection mehr auf dem Boden, ja. Oh. Er steht einfach still. Er steht nicht still! Oh, shit. Ah, okay, er kracht einfach nur ein. Ich dachte schon, der kippt um. Der Rest liegt an dir. Ich habe nicht die Kraft, Naboris zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Link, ich zähle auf dich. Schön, dass sie auf uns zählt. Jetzt sind wir eigentlich in diesem Gebäude drin. Dieser Ort, es wird als Teleportzelle auf der Karte aufgezeichnet. Sehr gut. Oh, jetzt sieht wieder der Rätselspaß los. Sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen, oder? Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verrät. Und die ist da hinten, oder was? Aha, okay, das wird sehr witzig werden, die erstmal die Karte rauszuholen. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Alles klar, nee, auf dem Weg. Halt, stopp, ich will Waffe wechseln. Was? Alles klar, wenn ein Meisterschwert in der Nähe von einem, ne, von diesem Gerät hier ist, dann bin ich absolut, finde ich krass, dann leuchtet es so krass und das ist einfach die doppelte Stärke, ist ja mega. Das muss man erstmal wissen. Okay, aber gut zu wissen. Ja, jetzt ist aber die Frage, wo muss ich hin, weil wenn ich jetzt hier weitergehe, dann komme ich nur runter. Oder andere Seite wieder hoch. Aha. Halt, stopp. Nein. Nehmen wir die normalen Pfeile. Ach, ich hab den falschen Bogen. Jetzt weiß ich wieder. So.
Oh mein Gott, sieht das krass aus. Oh, das wird ein richtig Elektrorätsel. Oh yeah. Ich hab jetzt schon Bock drauf. Ah, ich glaube, wenn wir... Ah ja, ich sehe es schon, ne? Wenn wir die jetzt hier versuchen rüberzuziehen. Ich glaube, wenn ich die abschieße, ist die weg. Oder? Ups. Ich glaube, die Truhe ist weg. Verdammt. Na, ich hoffe mal, ich brauche nicht alle Truhen in diesem Ding, weil ich habe das aus Versehen eventuell weggeschossen. Ich dachte, so muss es gemacht werden, aber anscheinend nicht. Oder ich hab's verkackt. Eins vom Bein. Okay, warte mal, hä? Ist das Ding? Und wo ist denn die Karte? Schickerstein erkannt. Steuerungseinheit kann nur die Lösung des Kontrollsieges hochgefahren werden. Naja, da müssen wir wieder die Siegel öffnen und schließen. Da drüben geht's nicht weiter. Wo ist denn hier die Karte? Okay, draußen haben wir erstmal ein paar Gegner. Au! Voll in die Substanz rein. Ah, und hier ist noch eine Truhe. Mit 5 Bombenpfeile, die ich natürlich gerne mitnehme. Muss mal was gucken auf der Karte. Wenn ich den hier fertig hatte, ne? Hab ich da auch... Da habe ich nicht alle Truhen gesehen, okay. Ja, nicht, dass ich jetzt wirklich eine Truhe mir verkackt habe. Für die 100%, das wäre ja jetzt absolut ehrenlos. So, und ihr habt mir auch gesagt, das Schwert, wie gesagt, hält ewig. Es ist nur, es muss nur manchmal aufgeladen werden, wie unsere Fähigkeiten. Dementsprechend können wir das ausnutzen, manchmal, wie wir wollen. Und vor allem, da jetzt sowieso stärker ist, nehme ich es doch gerne in der Hand. So. Bin ich aber hier oben und mir hilft es gar nicht weiter, so wirklich. Könnte aber zumindest auf die andere Seite rüber. Ah, ich sehe es, glaube ich. Warte mal, da hinten ist die Karte. Okay, dann müssen wir gleich mal dort hinten hin. Oh mein Gott, war das knapp. Lol. So, antike Feder, danke. Aber sonst ist hier nichts weiter. Dann gehen wir jetzt tatsächlich auf die andere Seite rüber, weil dort gibt es die Karte. Die würde ich gerne erstmal als erste nehmen. Bevor wir uns hier irgendwie sonstige Sachen vertun oder so. Weil die wird uns, denke ich mal, hier sehr, sehr viel weiterhelfen. Schickerstein erkannt. Karte wird aktualisiert. Plopp. So, nun gucken wir das uns mal an. Ah ja. Wir haben wieder 5 Kontrollsiegel, die wir mal nutzen müssen. Und ein paar Steuereinheiten.
Easy. Die werden wir bei uns aber erst beim nächsten Mal anschauen. Ich hoffe, Leute, ihr... Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vanaboris regeln. Um Naboris zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. Danke für die Ermutigung. Und ich denke mal, wie gesagt, wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen, uns darum kümmern. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, um nicht zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis dann und ciao.